Hey Leute, was soll ich sagen? Vielmehr, wo soll ich anfangen? Hi. Yo, Boy, machst du mich gerade nach? Ich möchte euch heute eine kleine Ankündigung mitteilen. Um ehrlich zu sein, komme ich mir dabei echt komisch vor. Auf meinem Kanal gab es so eine Art von Ankündigung, denke ich mal, noch nicht. Wohingegen auf anderen Channels es quasi schon zum guten Ton gehört, irgendwie wöchentlich solche Ankündigungen zu zeigen. Gerade deswegen muss ich aber auch zugeben, ist es mir besonders wichtig. Ich habe wirklich Angst vor diesem Video. Gleichzeitig freue ich mich natürlich. Es soll und wird sich einiges ändern. No joke, es muss sich wirklich etwas ändern. Für die, die vielleicht nicht von Anfang an dabei waren, möchte ich hier mal eine kleine Zusammenfassung meiner YouTube-Karriere zeigen. Dennoch war das alles bis dato nur ein Hobby, aber es war nie so, dass irgendwas für mich eine Pflicht war. Wenn man mal Zeit hatte, die Lust oder auch die Möglichkeit, dann kamen Videos, dann waren es aber auch gleichzeitig Herzensprojekte, worin man sein ganzes Herzblut steckte, wo Stunden drauf gingen, die in keinster Weise refinanziert wurden oder so. Es ging dann nur um die Leidenschaft. Nebenher habe ich dann immer noch mit größeren YouTubern aufgenommen, sei es ein Sturmwaffel, Paluten, Revi. Dennoch wäre ich nie auf die Idee gekommen, danach zu fragen, ob wir auch eine Aufnahme für mich machen könnten. Einfach, weil ich mich nie als der große YouTuber gesehen habe, sondern eher als, ja, ein kleiner Spinner, der halt Videos macht aus Situationen, die alltäglich sind, in denen er dann einfach die Aufnahme startet. In der Zeit mit den Jungs habe ich dann noch krassere Leute kennengelernt. Krass im Sinne von, ja, Fanboyen, wo ich als Kind dachte, oha, solche Leute würden mich nie kennen. Sei es jetzt ein Apecrime, Sacharza, aber auch eine Chrissy. Ich bin jetzt an dem Punkt, an dem ich gerne etwas ausprobieren würde. Dieses Hobby, diese Leidenschaft weiterzuentwickeln, das Game abzusteppen, das nächste Level zu erreichen. Das ist ein Riesenschritt für mich, vor dem ich auch mega Angst habe. Ich habe keine Ahnung, wie dieses Video bei euch ankommen wird. Ich weiß nicht, was ihr dazu sagen werdet. Aber, ey, ich hab Bock drauf. Long story short, wie einst schon mal jemand sagte, he's talking about me. Ich möchte den Shit gerne Vollzeit machen. Das heißt, 200% geben, meine komplette Zeit, meine komplette Kraft da rein zu investieren und geilen Scheiß für euch zu machen. Vielleicht habt ihr Bock, ein Teil davon zu werden, mich auf dem Weg dorthin zu begleiten. Vielleicht seid ihr gar genauso hyped wie ich. Hey, und selbst wenn ich könnte es auch verstehen. Ich meine, wir werden und wurden alle älter. Unsere Interessen haben sich, denke ich mal, geändert. Ich könnte es echt verstehen. Was das nun heißt im Großen und Ganzen? Naja, in erster Linie wird sich für mich vieles ändern. Das, was bis dato nur ein Hobby war, das man zum Entspannen mal gemacht hat, wird nun mein Alltag. Ich möchte das machen, was mir Spaß macht. Für euch wird sich ändern, dass häufiger mal ein Video in eurem Feed aufploppen wird. Ob sich etwas am Content ändern wird? Ey, ich will ehrlich mit euch sein, das kann ich noch nicht sagen. Ich möchte und kann euch da nichts versprechen. Ihr dürft nicht vergessen, dass weiterhin es ich sein werde, der die Videos aufnimmt. Es ich auch sein werde, der die Videos schneidet. Das heißt, sollte sich was ändern, wäre das nur aufgrund von einer Weiterentwicklung von mir und was ja per se nichts Schlimmes sein wird. Ich meine, da das ein Weg ist, den ich nicht alleine gehen kann, muss ich auch euch da fragen, was ihr sehen wollt, was wollt ihr eher nicht sehen. Ich habe diese Entscheidung mit wirklich vielen Leuten besprochen und mir Meinung dazu eingeholt von einem Tim, Hand of Blood, Revi. Alle gaben sie mir positive Rückmeldungen, alle sind sie der Meinung, dass das was echt Geiles werden kann. Ach. Das Stegi, klappt doch ich nicht. Ich sag's dir zum Guten. Mach das auf gar keinen Fall. Right here. Es wird nicht funktionieren, ja, mein Freund. Das würde ich echt sein lassen, Stegi. Und von allen habe ich einen Rückenwind und die Gewissheit, dass sie da sind, wenn wir mal keine Aufnahme hinbekommen. Sowas ist halt echt schön zu wissen. Also von mir nicht, ne? Des Weiteren habe ich auch mit Max Management Instinct 3 einen Partner im Hintergrund, der mir sehr viel nervige Arbeit abnehmen wird, der die gesamte Vermarktung übernehmen wird und mir quasi die blauen Schilde droppen wird, wenn es mal eng wird. Es wird kein leichter Weg, aber hoffentlich ein umso schönerer.
Ja, Leute, sollte es also mal eng werden, ihr seht meine Organe bei eBay, seid doch bitte so nett und kauft sie. Ansonsten einfach fleißig Videos schauen, Feedback geben, das Video bewerten und dann sollte das schon passen. In diesem Sinne, ich habe mega Schiss, ich habe richtig Bock drauf, ich habe mega Angst davor, was ihr schreiben werdet. Es wird Zeit für eine neue Ära. Oh ja, wo du es gerade sagst, ich habe noch was auf dem Herd, ne? Tschüss, Stegi, ich muss los.